Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Dark Genesis. Ich war hier schon mal, man hatte mich damals eingeladen, so ein paar Dorfbesuche zu machen, die habe ich auch gemacht. Was ich aber nicht gemacht habe, ich habe hier kein CK damals mitgespielt. Und man ist jetzt nochmal so ins Gespräch gekommen über die YouTube-Community. Und da ich mit dem Barfuß ja im Moment gar nichts mache, das heißt also, wir spielen mit unseren RH8-Accounts überhaupt keine CKs, habe ich gedacht, ich kann den Barfuß im Moment nur anbieten, hier ein CK mitzuspielen, weil alle meine anderen Chars das Event bei den True Warriors mitspielen. Und deswegen habe ich gedacht, spielst du hier mal mit. Der Pyro ist es, glaube ich, der Pyro-Side, hatte mir geschrieben, dass es im Moment auch nicht so gut läuft. Und deswegen habe ich gedacht, na komm, mal sehen, ob du da nicht so ein bisschen emotionale Unterstützung geben kannst. Und siehe da, tata, wir haben den letzten Clankrieg gewonnen. Wenn auch knapp, mit 34-33, das war eine ganz enge Geschichte am Ende, weil jemand auch noch sein Internet verloren hat. Aber wir gucken einfach mal rein. Wir haben ganz gut kassiert, haben aber auch gut verteidigt. Unser Glück war eigentlich, dass der Gegner auch nicht so wirklich gut angegriffen hat. Und unser Pech war eigentlich, dass hier einige nicht angegriffen haben. Ja, also hier sind in dem CK, ihr müsst, das ist natürlich wirklich doof. Ne, 2 Angriffe weniger, 4 Angriffe, 6 Angriffe weniger durch Leute, die da rausschmeißt, weil sie nichts tun. Und der Juli hätte sicherlich noch die 14er Base dann auch gedreiert, aber hat das Internet verloren, so wie ich es nochmal nachgelesen habe. Und trotzdem haben wir es hier gerissen. Muss ich sagen, war jetzt nicht so ein starker CK. Also auch wenn ihr mir das jetzt übel anseht, dort bei den Dark Genesis, ihr müsst im oberen Bereich echt stärker werden. Und lasst vor allen Dingen diese blödsinnigen RH9 Drachenangriffe sein, das bringt überhaupt nichts, weil ihr müsst euch mal selber umgucken, wer macht Drachenangriffe im RH9 Bereich gegen eine starke RH9 Base, das macht niemand, das sind 1 Stern oder 2 Sterne, ihr habt selber gesehen, dass es maximal hier 2 Sterne gibt, wenn überhaupt. Und aber wir haben hier auch ein paar nette Kämpfe in meinem unteren Bereich, das ist für mich ja auch selten, dass ich hier aus diesen Regionen überhaupt mal was zu Gesicht bekomme. Und das kann ich natürlich weiterverfolgen. Auch mit dem Barfuß werde ich noch ein CK hier mitspielen. Den nehme ich sicherlich nicht nochmal auf, aber ich unterstütze einfach nochmal eine Runde und mal gucken, wo es mich dann hin verschlägt. Irgendwann ist das Event ja auch wieder vorbei und der Avatar geht wieder auf Reisen, weil mit dem habe ich im Moment nicht so viel Ressourcen. Das ist eine Heldenlevel, deswegen kann er auch einfach irgendwo einen schönen CK mitspielen. Oder auch hier mit dem Barfuß, also auch den Barfuß könnt ihr buchen. Ja, habe ich keinen Stress mit. Und hier waren das aber vom Jörg Little 2 auf die letzte Base hier. Schöne 2 Sterne, auch relativ spät. Also hier wurde echt spät angegriffen. Das macht die ganze Planung natürlich auch sehr schwer. Wer macht hier eigentlich was? Und auch ich musste mit dem Schief bis 1 Stunde vor Ende noch warten, bevor ich meinen 2. Angriff gemacht habe. Das bin ich auch so nicht gewohnt. Also da muss einfach ein bisschen mehr hier an Planung an den Tag gelegt werden. Und vor allen Dingen müsste Spieler mitnehmen, die auch wirklich angreifen, die sich trauen. Und die sich auch trauen, ruhig mal ein bisschen was zu riskieren und ruhig etwas zu verreißen. Das gehört ja mit dazu. Ich sage ja immer, no risk, no fun. Und das sei ja nicht umsonst, sondern ich probiere ja auch immer mal ein paar Sachen. Wenn es gut geht, geht's gut. Wenn nicht, habe Pech gehabt. Daraus lerne ich auch nur. Und aber der Little holt hier schöne 3 Sterne auf die letzte Base hier. Und ja, schöner Drachenangriff, habe ich echt ewig nicht gesehen mit Level Drachen 1. Und natürlich schön den Max Lohnzieher im Gepäck. Also der Clan hat alles zu bieten hier an Truppen. Und wer hier unterstützen möchte, findet hier sicherlich auch gute Spielpartner. Also erstmal die 3 Sterne hier eingeholt auf die letzte Base. Die vorletzte Base hier hat der Jörg Little leider nicht ganz geschafft, aber ich denke mal, der Juli hätte es geschafft. Ich betone das hier mal, wenn der Juli, ja, also auch um mal zu zeigen,
Wie gesagt, ihr dürft mir das nicht übel nehmen, aber das geht nicht. Also das sind Angriffe, die kannst du nicht machen. Ja. 8 Päcker. Hallo? Was ist denn das? 8 Päcker. Ey. Das macht kein Mensch. Da kommst du überhaupt nicht mit durch. Ich meine, er ist ja auch nicht mit durchgekommen. Ich mach das mal ein bisschen schneller. Und ich habe mich hier ganz bedeckt gehalten. Ich bin hier ja nur Gast. Also bin ich da mit meiner großen Klappe dann auch mal ein bisschen ruhiger und hab dann zwar gesagt, Mann, ey, da greift einer mit 8 Päckers an, das geht nicht. Ihr seht selber hier, die werden alle gebrutzelt vom Drachen. Und da fällt gerade mal so das Rathaus ein Stern. Das ist Blödsinn, echt. Ich habe den Juli später auch gebeten, dass er den zweiten Angriff bitte mit dem ordentlichen Golalun macht, auch wenn er mit dem Golem 1 und mit dem Päckers 1 hier irgendetwas noch hätte reißen können, hätte er sicherlich die 14 mitmachen können. Aber so geht das gar nicht. Ja, ich habe dann als zweites mit dem Chief hier die 13 gemacht. Das war also mein zweiter Angriff. Und ja klar, ich kann es auch mal erklären, was ich mir eigentlich bei dieser Base gedacht habe. Ich habe gedacht, ich schaffe diese drei Lars. Na, mehr war gar nicht mein Ziel, denn in meiner Clanburg waren noch Loons. Und die wollte ich hier dann einfach in diese nicht so starke Base rauslassen, aber 7er Loons dann, 5 Stück, die reißen hier am Ende doch noch relativ viel, denn wenn die hier weg sind, dann sind die Gebäude hier alle komplett offen und genauso ist mir das eigentlich auch gelungen. Ich habe gedacht, komm, schickst du erstmal deine Golems. Die trotten jetzt einfach mal hier in die Base und tanken, so, dafür sind sie auch geschaffen, ja. Golems und Magier, die besten Freunde, das haben wir ja auch kennengelernt. Und die halten den Jungs hier richtig schön den Rücken frei. Jetzt kommt gleich auch die Clanburg raus und ich setze da noch ein, zwei Magier hinterher, sodass ich die schaffe. Aber ich doppelgifte die hier und da werden die zumindest schon mal stark verlangsamt. Der Loon ist mir flöten gegangen. Das war an der Stelle eigentlich doof. Ich komme jetzt hier hinten dann mit meinen vielen Hawks rein, die schon mal so ein bisschen fürs Cleanup sorgen und die sollten eigentlich nichts anderes machen, als hier in die Mitte reiten, um die Lars zu schaffen. Ja, der Loon hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, der macht jetzt ganz in Ruhe den Golem tot. Es sollten ja letztendlich nur die drei Lars hier weg sein in der Mitte und das machen meine Hawks, glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt dann schon mal die Loons mitgedroppt und ja, jetzt kommen hier noch Luftfallen raus, aber ich meine, das sind Max Loons und das sind kleine Level 1 oder Level 2 Fallen. Meine Hawks gehen hier sogar noch super durch und die schaffen es sogar noch bis ganz zum Ende. Also, wie ich finde, ein schöner RH8 CK-Angriff. Das, wie gesagt, ich bin hier im 8er Bereich auch so ein bisschen raus, aber ich glaube, ich kann es immer noch. Und so war das hier schon ein starker 3-Stern von mir. Relativ zum Ende dieses CKs. Ich musste sehr lange warten. Ich hatte die Truppen aber auch lange fertig, weil ich in etwa auch weiß, was auf mich zukommt. Da passte das Gefüge hier ganz genau. Also waren das hier schöne 3 Sterne. Das konnten aber auch andere machen, auch wenn es mal so ein bisschen von ganz oben nach ganz unten ging. Ja, denn die Base hier hatte bis echt ganz, ganz lange nur 2 Sterne behalten und ich weiß, ich bin ein bisschen verwöhnt von uns und wenn man natürlich so eine Base sieht, dann denkt man gleich dran, oh, Kackbase. Ja? Aber ist maxed out für RH8, zumindest die Dev, außer die Mauern. Und deswegen muss man sich da als RH8 schon ein bisschen Gedanken machen, aber der Ölking hier als RH9 hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, hier bringt es natürlich die Drachen, gar keine Frage. Noch mit dem Hund dabei und mit ein paar Lakis im Gepäck. Queen, Päcker sehe ich da, einen Riesen sehe ich da, also reichlich Zeugs, was auch tanken kann. Und klar, dann werden das auf diese Base natürlich 3 Sterne, die waren am Ende auch bitter nötig, dass hier noch einiges gedreisternt wurde, sonst wäre das mit dem CK hier nämlich wieder nichts geworden. Und das ist schon ein kleiner Overkill hier, aber egal, 3 sind 3, wie auch gemacht und von wem auch gemacht. Der Gegner hat es nicht anders gemacht, denn der Gegner hat bei uns die Nummer 12 gemacht, ich glaube, das hat der Dritte gemacht. Ja. Erster Angriff ging auf den Gegenüber. Ich war mit dem Chief Elfter und habe diese Base hier vor mir gehabt. Ja, was habe ich mir gedacht bei dieser Base? Ich habe gedacht, alles steht sehr, sehr dicht. Und
Nur der King hier in der Mitte, der stört mich vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber nicht wirklich viel. Ich kann die Clanburg schön locken. Das habe ich auch gemacht. Das gucken wir uns einfach mal an. Auch das ist nach wie vor eine schöne Angriffstaktik, finde ich. Only Hawks, so würde ich sie mal benennen. Auch wenn ich noch so ein paar andere Truppen dabei habe, aber wofür ich die dabei habe, das werde ich dir gleich sehen. Also erstmal die Clanburg hier eliminiert mit so ein paar Bogies und mit ein paar Magiern. Das geht eigentlich ganz locker. Der zweite Gift war scheiße, ja, aber war jetzt auch nicht so super tragisch. Ziel erreicht, Clanburg tot. Und jetzt seht ihr, warum ich hier auch die beiden Riesen dabei habe, denn der erste Riese geht jetzt hier auf die Kanone und tankt so ein bisschen schön und auch der Bogenschützenturm für meine Hawks. Ja, einfach nur zum Ablenken, ein Riesen geschickt, der kann ja ruhig sterben. Aber meine Hawks kriegen erstmal überhaupt keinen Beschuss, müssen jetzt noch nicht tanken, aber jetzt müssen sie natürlich tanken. Setzt die Clanburg hinterher, weil da habe ich ein paar Max-Hawks drin gehabt. Hab jetzt immer noch so ein paar hier unten im Petto gehabt und habe die so ein bisschen mit den anderen Hawks mitlaufen lassen. Weil ich wusste, da oben die 7er Hawks reißen relativ viel auch alleine, komplett ohne Heal. Ich schmeiße jetzt hier auch meinen letzten Heal und die 7er Hawks sind da hinten schon richtig gut am Rasieren. Das sieht man auch. Hab hier jetzt nochmal da an der Stelle hier oben nochmal einfach einen Riesen geschickt für die Kanone und für den Minenwerfer. Okay, der Minenwerfer ist jetzt nicht so super stark gegen Hawks, aber einfach nur um die Kanone abzuwiegeln und habe hier jetzt noch richtig viele Hawks am Start, die den Cleanup oder für einen Cleanup sorgen. Mein King macht den gegnerischen King, denn der war gerade so ein bisschen außen am Rand. Auch das war von mir ein Plan. Ansonsten hätten es auch die Hawks erledigt. Aber so fand ich, war das für diese Base hier genau das Richtige. Also auch ein bisschen überlegt. Keine Angst vor Doppelbomben. Ne? Also Level 4 Hawks, die reiten hier ganz locker durch. Wenn die rechtzeitig Heilung kriegen, dann ist das in solch einer engen Base überhaupt kein Thema, das genauso zu machen. Und 6 Sterne für den Chief haben den Clan hier sicherlich nach oben gebracht. Hier im oberen Bereich hat der Optimus Prime sehr, sehr schön angegriffen. Ist ein RH, ich glaube, ist ein RH10, ja, RH10 auf RH9. So ist das hier in diesen Bereichen normal, dass genauso auch angegriffen wird, wenn du nicht ganz so starke Helden hast und auch nicht volle Truppenkapazität. Ich weiß gar nicht, wie viel der Optimus hier hat, aber das ist ein schöner Angriff mit Walküren hier. Die Walküren rasieren richtig schön. Viele Heilzauber, das ist auch gut. Also Walküren in Heal sind manchmal einfach besser als Walküren in Wut. Klar, in Wut machen die natürlich nochmal richtig viel Schaden an irgendwelchen Sachen. Aber in Heal, ja, da können die sich ruhig mal da hinten, wir sehen es oben gerade, mal an so einer Mauer verbeißen und schaffen die Mauer noch. Weil sie die ganze Zeit in Heil sind, haben jetzt die Mauer eigentlich nur für die anderen Truppen aufgemacht, aber gut, ihr seht selber, die beiden Golems tanken jetzt noch schön die beiden letzten Devs und die Helden machen hier einfach den Rest mit so ein paar kleineren Cleanup-Truppen. King wird jetzt gezündet und da war das hier ein schöner 3 Stern auf eine starke RH9 Base vom Optimus Prime. Schönes Ding hier und am Ende war man ja auch erfolgreich. Und die Dreier waren aber unbedingt notwendig von dem Clan hier. Harry Potter, ja, danke nochmal Harry, dass du mich als erstes rausgeworfen hast, als ich mit Avatar hier rein wollte. Das konntest du sicherlich nicht wissen, dass ich es bin. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht geschrieben, dass ich es bin, doch nur kurz Toto. Aber er hat gedacht, ich wäre aus einem ausländischen Clan, irgendwo weiß der Geier. Und deswegen, dann war der Avatar leider weg, weil wir CK gestartet haben, beziehungsweise der Avatar war voll mit eingeplant in unseren CK bei den True Warriors und deswegen bin ich halt mit dem Barfuß gelandet, aber dem Clan hier, das finde ich auch sehr, sehr gut, war es egal. Und ich fand gut, dass ich A, natürlich helfen konnte, B, dass wir gewonnen haben, dass es, ich hoffe, das baut so ein bisschen auf und ich stehe so ein bisschen ratend oder mit Rat zur Seite jetzt in dem zweiten CK, den wir hier spielen, denn der wird bockschwer. Aber mal gucken, ob man da nicht mit der richtigen Taktik den Gegner nicht doch schlagen kann. Also mit dem Chief sehe ich da jetzt nicht so die wirklichen Probleme. Aber die anderen 9er und 10er müssen hier wirklich was tun und müssen ihre Truppen sinnvoll einsetzen. Müssen auch mal ein bisschen länger über die Bases hier gucken, wie man was machen kann und dann
wird das ja schon. Immerhin ist der Clan auch Level 8. Auf einem guten Weg zu Level 9. Ist halt auch nicht voll. Können noch ein paar Member vertragen. Vor allen Dingen jetzt nach dem CK. Denn dort sind ja doch einige gegangen. Was sehr schade ist, aber was willst du machen, wenn die Leute gar nicht angreifen? Komplett inaktiv sind und die am Ende hier die Sterne fehlen. Aber hier, ihr seht selber, hier oben, Clan Dark Genesis, da muss ich einfach ein bisschen mehr tun. Die müssen hier mindestens 2 kassieren, die 10er. Sonst sieht das hier oben ganz, ganz bitter aus. Verteidigt haben wir ganz gut. Der Chief hat hier, glaube ich, 2 Angriffe auf sich gezogen oder 3. Wie gesagt, der Gegner war jetzt auch nicht so doll, hat hier keinen beim Rikosch geschafft und auch nur einen beim Potter, also da mal ein bisschen Glück gehabt. Mal gucken, wie der nächste CK hier wird. Und es hat mich in jedem Fall gefreut, dass ich hier in dem Clan, wo ich schon mal Dorfbesuche gemacht habe, einen CK mitspielen durfte, jetzt noch den zweiten. Wie lange ich hier mit dem Chief bleibe, weiß ich noch nicht. Ihr seht selber, Chief Max. R8 gibt nichts aus, wird nicht RH9. Und macht seine Sterne hier. Ich muss mal gucken, ob ich schon... Ah, 461, das sieht ganz gut aus. Wenn euch also die Folge hier beim... oder diese Gastspielfolge beim Clan Dark Genesis gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren. Und ich verbleibe, euer Toto. Vielleicht.